Hallo liebe Fans, herzlich willkommen bei HCE TV. Bei mir heute Robert Andersson. Er feiert heute seinen Geburtstag. Erstmal schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch. Danke. Nun hast du dich ja schon vorab zum Geburtstag selbst beschenkt mit dem tollen Sieg gegen den Bergischen HC am Freitag. Wie sehr ist es überhaupt noch bei euch im Gedächtnis? Ja, wir wissen, dass wir da ein gutes Spiel gemacht haben, aber wir wollen jetzt morgen wieder nachlegen. Und worauf lag jetzt der Fokus in dieser Trainingswoche? Ja, normale Trainingswoche. Wir haben gut trainiert und uns auf nächste Gegner vorbereitet. Das ist Balingen. Die spielen ein bisschen anders und daran haben wir am meisten gearbeitet. Ihr habt ja auch intensives Krafttraining wieder gemacht. Wie wichtig war das diese Woche? Wir machen immer oder fast immer Krafttraining. Ja, die Jungs sind dran gewöhnt, die brauchen das und wir merken, dass es auch gut für uns tut. Deswegen machen wir das und ich glaube, die Jungs sind auch gut trainiert. Und was muss jetzt morgen passieren, dass ihr da mit 2 Punkten wieder nach Hause fahrt? Ja, selbstverständlich, wir müssen gut spielen. Wir müssen ihre offensive Abwehr lösen, das wissen wir. Wir müssen auch selber gute Abwehr spielen, gute Torwart haben. Wahrscheinlich auch gegen ihre 7-6 Spiele vorbereitet sein und da auf eine Antwort haben. Schaffen wir diese Dinge und auch in unser normales Spiel kommt, dann glaube ich, haben wir da gute Chancen. Es hat sich ja jetzt schon bestimmt rumgesprochen, dass insgesamt über 130 Fans nach Balingen mitfahren. Ist es was, was die Mannschaft auch in der Trainingswoche motiviert? In der Woche weiß ich nicht, ob das die dran denkt, aber auf jeden Fall am Spieltag, wenn wir in die Halle kommen auswärts und sehen, wie viele Fans wir da haben, was für Unterstützung die immer uns geben, das ist fantastisch und wir merken das, wir brauchen das und meistens spielen wir auch dann gutes Spiel und ich hoffe, dass wir auch die belohnen können am Freitag mit einem Sieg. Ein Sieg wäre natürlich auch wichtig mit Blick auf die Tabelle. Wie zufrieden bist du denn insgesamt mit dem Saisonverlauf? Bis jetzt sehr zufrieden. Selbstverständlich könnten wir 1-2 Spiele vielleicht noch mehr holen, aber die Entwicklung von unserem Spiel und unserer Mannschaft geht in die richtige Richtung und ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Vielen Dank, Robert. Dann wünsche ich dir natürlich noch einen schönen Geburtstag und alle, die morgen mitfahren, natürlich sehr viel Spaß beim Spiel in Balingen. Und für alle, die nicht dabei sein können, empfehle ich wie immer die Social Media Kanäle, also Instagram, Twitter und Facebook. Da könnt ihr live und hautnah dabei sein und sehen, wie der Auswärtsspieltag ebenso abläuft. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Eure Milena.